und herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier ist der liebe Heiko wieder von der Nevazza. Und zwar, ich habe mich entschlossen, nochmal neu anzufangen auf dieser Karte. Diesmal als neuer Farmer mit den neuen Startfahrzeugen. Die gucken wir uns näher gleich mal an. Weil ich will das nicht mehr machen hier mit Geldschieden und sowas hier. Das ist nicht so schön. Ist ja auch im euren Sinne, ne? Und weil Weihnachtszeit ist, habe ich mir erlaubt, hier und da ein paar Bäumchen hinzustellen. Zeige ich euch mal. Ein paar Weihnachtsbäumchen, auch bei den Tieren. Und was der Baum so kann, das hört ihr gleich. Passt doch jetzt, ne, zu der Zeit. Na, hier unten bei den Mumus sind natürlich auch welche, ne? Jo, schauen wir uns hier mal von Weitem an, dann brauchen wir die Musik nicht an. Dann machen wir mal unsere eigene Musik an, ne? So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? So. Das ist unsere eigene Musik jetzt. Ich hoffe, das gefällt. Passt ja auch zu der Zeit, ne? Das Silo ist hier drauf. Das ist schon mal schön. Wie gesagt, als neuer Farmer habe ich die Karte begonnen. Da hast du das hier gleich alles mit drauf. Wohnhaus und Garage und, das, und den ganzen Schnullifax. Hier drüben haben wir den Schweinestall. Ach so, beim Schweinestall. Mal gleich mal gucken hier, ob die Tiere auch... Wasser. Schauen wir mal. Eigene Felder haben wir noch nicht. Aber wir gucken uns das mal an. So. Erstmal schönen Dank an den Farmer Bob für diese Karte. Sieht doch sehr nice aus. Hier ist der gute Kratz. Oder so ähnlich heißt er, na. Ha, der schafft das auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal hier rein, was wir hier Schönes haben. Jo, Mähdrescher. Die Gerätschaften kennt ihr ja alle, ne? Schwader, Aufnahmewagen und so weiter und so fort. Aber das packen wir schon. Und die Dinger hier, die können bleiben. Erstmal. Jo. Die Hänger reichen auch vollkommen aus. Und da hat der Farmer Bob schöne Startfahrzeuge hingestellt. Ich bin zwar ein riesen Glas-Fan, aber man kann ja auch mal mit anderen Sachen zocken, ne? Ein Wasserwagen, ne? Den werden wir nachher gleich brauchen. Und hier das Silo. Das interessiert mich ganz besonders. Mal gucken, ob wir hier schon... Hey. Das ist ja cool. Da haben wir schon mal ein paar Dinge zum Start. Das ist schon mal schön. Die Weihnachtszeit. Immer mit viel Stress verbunden. Vor allen Dingen für Familien. Ich habe leider keine. Aber weiß, vielleicht kommt das ja noch. So, ihr Lieben. Dann gucken wir uns erstmal hier um. Wo uns das eine oder andere Feld gönnen können.
Hey, das gehört uns ja schon hier. Drei Felder. Halleluja. Was kostet denn die Suppe? Na, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Dann gucken wir erstmal, was unsere Felder so brauchen, ne? Ui, alle müssen geruppelt werden. Naja. Dann wir schauen. Schnappen wir uns mal den ersten Traktor hier. Würde mal sagen, wir nehmen den hier, ne? Der dürfte stark genug rein, natürlich, ne? Johnny. Habe ich da sehr gut hin platziert, den nehmen wir gleich mal weg. Können wir uns auch das Gerät Tiefenlock, weil den werden wir jetzt erstmal brauchen. Ein bisschen zu laut hier. Fahrzeug so und jo, haben wir ein bisschen was zu tun, ne? Bis wir uns, ich denke mal, wir holen uns, oder ich hole mir zumindest erstmal zum Anfang erstmal ein paar Hühner, bevor wir das alles da haben, das ganze Futter. Also Leute, die Map lohnt sich auf jeden Fall. Heute erstmal nur ein Feld schaffen, denke ich mal. Soll ja nicht mehr ganz so lange sein, das Video, ne? Aber es ist richtig schön hier. Schön wird es erst richtig, wenn der Winter da ist. Das schneit hier. Was besonders gut ist, das seht ihr, der Traktor, der senkt richtig ein hier in den Morast. Das hat er richtig gut gemacht, der Farmer. Das ist erst neu. Wer gerne alleine spielt oder zu zweit. Zu zweit ist sie, denke ich mal, die Karte perfekt. Finde ich. So, wollen wir mal hier das erste Feld anfangen.
Es ist doch schöner, und die meisten finden das, glaube ich, auch besser, dass man ohne Cheaten spielt. Ne? Deswegen habe ich heute nochmal neu angefangen, die Map. Hoffentlich ist die Musik nicht so laut. Da hinten, was ihr da seht, ist die BGA und der Viehhändler. Und daneben das Feld, das werden wir uns auch noch mal holen. Aber erstmal machen wir unsere Felder fertig. Ne? Wir werden natürlich nach dem Video schon mal ein bisschen vorarbeiten, weil das ja auch in euer Interesse, ne? Denke ich mal, dass nicht nur immer dasselbe zu sehen ist. Ich denke mal, die Startfahrzeuge werde ich nach und nach verbessern. Aber der Traktor hier, der ist doch schon richtig schön. So wie ich mitbekommen habe, gefällt der Johnny auch vielen Leuten. Warum soll man den nicht lassen? Aber Glas werde ich mir auf jeden Fall dazu holen. Hey. Jo, gucken wir uns nochmal auf dem Hof um, ne? Schönes Haus. Aber das ist ein Standardhaus, sieht man schon. Schöne Küche. Ja. Ah, Fahrrad mache ich später fertig.
Ja, da können die Schweine auch ein bisschen Weihnachten voll mitfeiern. Auch wenn es nur als Braten ist. Entschuldigung, das musste aber sein. Ja, hier sind die lieben Hühnerchen. Die holen wir uns als erstes. Also kann man doch schön weit sehen, ne? Schön, schön, schön. So. Wir hüpfen mal wieder in den Traktor rein hier. Tja, ihr Lieben. Dann soll es das erstmal gewesen sein für heute. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Dann gehabt euch wohl. Habt eine besinnliche Zeit bis zum Fest. Wünsche ich allen. Dann lasst es euch mal gut gehen, ne? Wie immer. Nicht vergessen, das Däumchen. Und vielleicht, aber nur vielleicht kann sich auch einer erweichen für ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Also dann, ihr Lieben, tschüssi.